Meine Damen und Herren, ich freue mich, unter Ihnen zu sein. Hier möchte ich meine bisherige Arbeit fortsetzen. Meine bisherige, sagte ich, und sie werde in Freiheit als realer Humanismus fortgesetzt. Philosophische Grundfragen, darüber gehen meine Vorlesungen. Das bitte ich in einem ganz einfachen Sinn zu nehmen. Frage, Grund, Philosophie, sie hängen eng und nahe zusammen. Dazu möchten auch unsere Bemühungen einen Beitrag geben, als Unterweisungen und Definitionen. Und zwar unter anderem so. Was nun ich ansage, ist ein Fahrplan dessen, was ich in dem kommenden Semester zu behandeln gedenke. Erstens, wie beginnen? Zweitens, wie fortsetzen? Drittens, die philosophische Verwunderung. Viertens, Zweifel an Sinnen, an Gedanken. Fünftens, Innenwelt und Außenwelt. Sechstens, Differenzierungen im Begriff Fortschritt. Siebtens, die Elastizitäten von Zeit und Raum. Achtens, was ist Dialektik? Neuntens, über einen Widerstand im Erkennbaren der Objekte und in ihnen selber. Sieg darüber. Zehntens, über das Vermehrende im Prozess und seinen Gestalten. Weiter. Elftens, was ist Dialektik? Zwölftens, was ist Materie? Dreizehntens, Unterbau, Überbau, Fragen des Kulturerbes. Vierzehntens, das Metaphorische oder Kunst und Erkenntnis. Fünfzehntes, Cur Deus Homo oder Religion, Moral, Humanität. Sechzehntens, zur Sinnfrage der Welt. Das also wäre ungefähr ein Fahrplan, einige philosophische Probleme betreffend. Ich bitte um Ihr Interesse und um freundliche gemeinsame Mitfahrt. Lassen Sie mich aber bei dieser Antrittsvorlesung oder Eröffnungsvorlesung zuerst über eine Frage sprechen, die besonders wohl ins Haus steht. Es ist kurz und knapp die Frage, kann Hoffnung, genauer, kann jede Weise und jeder Rang von Hoffnung enttäuscht werden? Gewiss kann sie das. Und wie? Das Hoffen an sich kommt als enttäuschtes haufenweise vor. Jedes einzelne Leben ist voll von Träumen, die nicht gar wurden, die sich nicht erfüllt haben. So etwas ist sogar unausweichlich bei Hoffen als bloßem privaten Wishful Thinking, Wunschdenken. Mit privaten Luftschlössern subjektiver Art, deren Stehungskosten bekanntlich sehr gering sind. Sie haben keinen Boden, bleiben allzu subjektiv, sind auch darin oft nicht vom Besten, so gerät diese untere Ausgabe von Hoffnung nicht oder meistens nicht. Klar, dass ein derart ganz oder überwiegend bloß eingebildetes schief geht und es ist meist auch nicht schade darum. Und ein Gleiches kehrt wieder, wie oft kehrt es wieder, bei öffentlich gewordenen, also nicht mehr privaten, bei öffentlich gewordenen Wachtraumbewegungen, falsch in der Zeit schwimmend oder schwarmgeistig abstrakt, zu weit nach vorn überschlagend. Wie oft war Jugend, und nicht nur sie, von Rattenfängern verführbar? Wie viel Glut und falsche Hoffnung wurde hier schon investiert und welch riesiges Loch der Enttäuschung war das folgerichtige Ende, das einzig folgerichtige an der Sache.
Jeder schwärmerische Selbstbetrug gehört hierher und jeder Gimpelfang, der ihn ausnützt. Die Goldkocherei aller Art gehört in diese Gattung. Es gab so, um in neuere Zeiten zu greifen, in die Zeiten kurz nach der Inflation, zum Beispiel in Berlin einen Mann, der gegen Bargeld, selbst erfundenes, selbst hergestelltes Papiergeld, eigener Art, keine Fälschung, keine Nachahmung von kursierenden Banknoten, sondern eigens erfundene Notenscheine hergab, mit dem Aufdruck, zahlbar in Reich Gottes Währung am Tag des jüngsten Gerichts. Der Mann hatte sehr großen Zulauf. Im Grund war das nur ein Modell für den riesigen Betrug mit dem tausendjährigen Reich, der etwas später kam, für dies furchtbarste Stück in der Geschichte der großen Verschwendung von Gläubigkeit, inszeniert durch Verbrecher von shakespeareischem Ausmaß und dem Uringeruch aus kleinbürgerlichen Nachttischen zugleich. Das war für seine Verführten die scheußlichste Karikatur von Adventsschein, von Reichsgotteswährung, von falschem Messias, vom Erwarten der Ankunft Christi übermorgen. Und der Regen regnete danach wie jeglichen Tag. Gott trifft am nächsten Dienstag um 11.25 Uhr im Illinois Central ein, eilt ihn zu empfangen. So wurde in Chicago einmal eine religiöse, eine sozusagen utopische Psychose in Gang gesetzt, und stets kam nichts oder vom Traum blieb nichts übrig als die bloße Wahrheit des blanken, nachher gar nicht mehr diskutierbaren Betrugs. Ich sage, des nachher, nach der Enttäuschung, überhaupt nicht mehr diskutierbaren, kaum mehr glaubhaften Betrugs, kaum mehr glaubhaft, dass ein solcher Betrug in Gang gesetzt werden konnte. Auch wenn eine Hoffnung, nicht nur die Schandhoffnung mit der Narrenbritsche und dem Blättwerk der Nazis, auch wenn eine Hoffnung, sagte ich, zu weit vorgreift, nicht in betrügerischer Absicht, sondern in schwärmerischer, wenn sie allgemeine Ideale abstrakter Art ebenso abstrakt an den Gang der Wirklichkeit heranbringt, die mit ihnen gar nichts zu tun hat, auch dann muss Enttäuschung notwendig sein, schlechte Enttäuschung, die erfolgt, indem hier mit der allgemeinen Stange eines allgemeinen Ideals im allgemeinen Nebel herumgefahren worden ist. Dann erweist sich, und bei all dem erweist sich, ohne Zweifel, die Wahrheit des alten Spruchs, Hoffen und Harren macht manchen zum Narren. Fundierte Hoffnung dagegen, meine Damen und Herren, fundierte Hoffnung sieht zureichend anders rein. Ist sie doch als Kundige, als Tendenzkundige, als Doktor Spes, als gelehrte Hoffnung, nicht privat reflexiv, sondern mit dem Gang der Dinge vermittelt. Enttäuschung fehlt ihr auch hier nicht, nicht im Mindesten. Konträr, sie gehört als echte, aber ich sage, als echte Enttäuschung durchaus zur kundigen Hoffnung, als welche ja keinesfalls, noch keinesfalls Zuversicht ist, sondern dass ihre durchaus auf der Waage stehen hat, oft auf der Kippe. Wäre in der Tendenzkunde als der Lehrmeisterin der fundierten Hoffnung, der Dr. Spes, alles astronomisch sicher, so braucht ihr man überhaupt keine aktivierende Hoffnung, sondern hätte fertige Zuversicht im positiv bereits Ausgemachten, bereits Erlangten dessen, was erhofft wurde. So aber hilft die echte Enttäuschung gerade als Wechselbegriff und Weggefährtin
der echten Hoffnung, ihrerseits zu deren fortschreitenden Vermittlung mit dem objektiv Möglichen im Gang der Dinge. Wonach Dr. Spees eben weiter belehrt wird und sich weiter konkret berichtigen kann. Gerade auch am Effekt von Irr und Abwägen berichtigt werden kann, als welche ja nicht nur zufällig unzulänglichen Machtpersonen zukommt oder von ihnen her stammen, sondern gegebenenfalls auch aus objektiven Fehlanlagen. Insgesamt also und der Hauptsache nach wird Hoffnung, damit sie nicht abstrakt sei, wird vor allem auch das Idealische in ihr, damit es nicht abstrakt allgemein sei, wohl aber einschlagend, einschlägig, damit es das werden kann, durch solche Enttäuschung berichtigt oder kann immerhin berichtigt werden. Im Einklang mit der Tendenzdominante des objektiv zur Verwirklichung drängenden in der geschichtlichen Welt und ihrer Möglichkeit. Ich sage im Einklang mit der Tendenzdominante des objektiv zur Verwirklichung drängenden in der geschichtlichen Welt und ihrer Möglichkeit. So sagte gerade Marx, der Gedanke könne nicht zur Wirklichkeit drängen, wenn die Wirklichkeit nicht zum Gedanken drängt. Wohl aber, oder weil also Dr. Spees mit der konkreten Tendenz vermittelt sein muss, wird sie, und das macht das Produktive der nur hier beheimateten, notwendigen, echten Enttäuschung aus, macht diese Enttäuschung die Hoffnung durch Schaden immer wieder klug. Sie macht sie durch Schaden klug. Klug nicht durch bloße, krude Tatsachen. Konträr. Für diese bloße, krude Tatsachenhaftigkeit gilt dann der Satz oder Rat, desto schlimmer für die Tatsachen. Für solche Tatsachen ist also die Enttäuschung und die Berichtigung nicht zu Hause, nicht zu haben, es geht sie nichts an. Dagegen wird Hoffnung, wie ich sagte, zuletzt durch Beobachtung der Tendenz klug, in der die nicht verdinglichten Tatsachen, dialektische Momente und sonst nichts eines Prozesses sind.